Hallo, Ali hier und willkommen zum Dwarf Fortress Stream. So, ja, ich hoffe erstmal, der Ton funktioniert jetzt so. Da ich jetzt einen neuen, also statt dem großen Kopfhörer versuche ich es heute mal nur mit so einem Stöpsel im Ohr. Und dafür muss ich den Ton mal anpassen. Es klang vorhin gut, aber man weiß ja nie, ne? Wir schauen einfach mal. Ansonsten, wo waren wir letztes Mal? Genau, wir haben es gerade noch so geschafft, nicht unsere Festung zu überfluten. Ne, weil ich ja ein Profi bin. Das Wasser hier unten, das wird schon irgendwann ablaufen. Das sieht mehr wie Blut aus, ist aber wohl noch Matsch. Ich hoffe, die wischen das danach alles schön weg. Bei Blut sind die ja auch mal relativ zügig. Ich hoffe beim Rest auch. Warum haben wir jetzt keine Eidler? Was macht ihr gerade alle? Alles Mögliche in Leichenstockpiles packen. Okay, das ist gut, glaube ich. Wo habt ihr denn noch die ganzen Leichenteile her? Dass ihr alle so begierig dabei seid, die Sachen wegzuschleppen. Wo kommt das her? Ach, von dem, Batscher, der mal zwischendurch abgerissen wurde, weil er durchgedreht ist. Okay. Macht ihr mal. Hier unten werden irgendwo noch Schlafzimmer gebaut. Genau. Ihr seid noch auf Engraved, ne? Genau. Hat noch keiner angefangen, hatten alle noch keinen Bock. Ist nicht schlimm, holen sie nach. Dann sind die irgendwo hier in der Mine, glaube ich, wild am Steine schleppen gewesen. Nein, nicht mehr, weil der Stockpile jetzt voll ist. Auch wenn die Bahn nicht fährt, warum auch immer. Sie sollte. Ne, leer ist sie nicht. Sehe ich nicht so. Das sehe ich unter H war das, ne? Genau. Ist voll. Genau. Leer. Immer, sofort. Und nach 30 Tagen, wenn es halt nicht leer ist. Keine Ahnung. Wir werden sehen, wann sie sich bemühen, das mal wegzuschieben wieder. Wir haben halt auch keinen Platz in den Stockpiles. Warum liegt da ein. Limonit ist auch Eisen. Ne? Habe ich ja so eingestellt, will also richtig sein. Nicht da, da. Limonit war auch Eisen. Ja, okay. Habe ich alles richtig gemacht. Die Farbe irritiert mich gerade ein bisschen. Aber okay. Gut, hatten wir noch irgendwelche Truppen unterwegs? Irgendwas beim Nachbarn gerade? Nein, gerade nicht. Wir sind ganz unten fertig. Das heißt, wir könnten. Ja, okay, das Wasser läuft noch weiter ab, ne? Wie es sich gehört, da oben ist kaum mehr was. Der Rest hier, weiß ich nicht, was mit dem passiert. Wird verdunsten oder so. Das, was zu hoch ist. So wie hier zum Beispiel. Na gut, das wird nicht verdunsten. Das ist zu viel Wasser. Aber nicht schlimm. Was macht. So, warte mal. So, hier, das müsste doch jetzt eigentlich ablaufen. In der Theorie müsste das ablaufen. Habe ich das alles. Komm, wir dumpen jetzt. Wir dumpen den ganzen Scheiß. Nee. Ah, ich will ja nicht alles dumpen. Ich würde ja eigentlich gerne die Steine behalten wollen. Also die wichtigen Steine. Magnetit zum Beispiel oder Kohle. Wobei auf der anderen Seite haben wir so viel nachher davon. Ich überlege mir das noch, während wir darauf warten, dass wir Zwerge haben, die auch Zeit haben. Weil wir sie ja aktuell alle irgendwie beschäftigt kriegen durch die Leichentransporte. Ist das ja nicht schlimm. Wir haben ja keinen zeitlichen Druck. Ne, habe ich letztes Mal schon behauptet. Hatten wir dann leider doch, weil wir ja nicht wollten, dass die ganze Festung wegschwimmt. Das wird auch immer mehr. Das Wasser von oben läuft halt einfach runter. Ne, so kannst du halt oben halt nicht versickern, verdunsten, wie auch immer. Es läuft einfach ab in die Festung. Ist doch schön. Bleiben die Fallen denn bestehen? Bei einer Höhe von 1 glaube ich schon, ne? Da ist zumindest noch die Cage Trap drauf.
interessant wäre jetzt mal die Frage, was passiert, wenn dann jemand da gefangen wird, wenn die Falle unter Wasser steht? Löst sie normal aus? Oder ist das dann auch so ein Feature wie Rundstutzen? Schön, dass du da bist. Nein, das läuft nicht ab. Wir haben es ja am Mittwoch noch gerettet gekriegt, dass das Floodgate doch wieder zugeht. Sonst, ja, wären wir hier abgesoffen. Und aktuell ist es halt unser Abfluss. Es war schon anstrengend am Mittwoch, nicht dafür zu sorgen, dass die Festung absäuft. Die Zwerge haben sich, oder ich habe mich da ein bisschen dämlich angestellt. Die Zwerge natürlich auch, aber ich glaube, der Hauptverantwortliche für die fast absaufende Festung war ich. Ich habe auch gar nicht dran gedacht, dass wir ja einen wunderschönen Weg mitten in die Festung haben, wo das Wasser hinlaufen kann. Warum hast du jetzt eine andere Färbung? Was ist Dwarfpuss? Puss. Piss? Nein. Alter. Da ist wieder das Problem mit dem Dictionary, das mir hier fehlt, ne? Also das ist so. Das ergibt keinen Sinn. Nein, Mensch, ich will hier kein Dings. Ich will, Eiter! Warum ist da Zwergeneiter? Gut, dass das weggespült wird von dem Wasser. Ist ja widerlich. Also, wieder was gelernt, habe ich aber nachher schon wieder vergessen. Ich habe auch jetzt endlich mal wieder was auf mein Discord gesetzt. Und zwar die neuen groben Infos, was die Steam-Version angeht. Kann man verkochen? Eiter kann man kochen? Ich denke jetzt erstmal nicht drüber nach. Ich wollte auf die Steam... Es ist hier alles möglich. Genau deswegen, ja. Kann man ja nicht ausschließen. So, wie gesagt, was die Steam-Version angeht, es kam ja letzte Woche ein paar Infos. Und ich habe die mal grob auf dem Discord zusammengetragen, wobei das ist halt nicht viel. Die sind halt so vage wie immer. Also lauf auf deren Forum von Bay 12. Steht halt drin, dass sie sozusagen langsam Licht am Ende des Tunnels sehen. Was sehr, 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 sehr schön ist. Und auf Twitter haben sie auf die Frage, wann die Steam-Version erscheint, einfach mal geschrieben. Früher, als wir erwarten würden. Was mich total glücklich stimmt. Also meine Hoffnung, dass es Oktober ist, bleibt. Hat hier ja schon mal jemand vermutet. Und ich bleibe erstmal dabei, dass ich mich dieser Hoffnung anschließen werde, dass das noch auf alle Fälle in diesem Jahr was wird. Oktober wäre cool. Aber wenn dieses Jahr ist, auch okay. Sie hatten dazu auch, ich glaube, das war am Freitag, gab es auf Twitch einen Stream, wo auch die Entwickler mit bei waren. Die hatten da kurz ein bisschen was zu erzählt, aber da muss ich ehrlich sagen, den habe ich nicht geguckt. Ich hatte am Freitag keine Zeit dafür und zum Nachgucken bin ich noch nicht gekommen. Vielleicht sind da noch weitere Infos gefallen, weil die ich jetzt gerade gesagt habe, die sind vom Ende August bzw. vom 1. September. Und wenn sie jetzt am 2. September was anderes nochmal gesagt haben in diesem Stream, dann weiß ich das noch nicht. Da muss ich mal reingucken. Das ist zumindest nichts, was so wichtig wäre, dass es auf die auf die Ankündigung bei Steam gesetzt hätten. Warum mockt es bei dem einen im Zimmer? Da ist doch wieder jemand besonders. Was hast du denn da? Äh,
Ach, dein Hundefleischkeks vergammelt. So, wer ist schuld? Ein Miner. Der hat keine Zeit, der muss rummeinern. So, läuft das hier? Hm. Also, es ist ein Pilz da. Das ist besser als nichts. Aber noch kein großer. Ich weiß auch gar nicht, wie lange es dauert, bis große Pilze wachsen. Beziehungsweise, ich habe keine Ahnung, ob eine Höhe von 3 für große Pilze jetzt ausreichend ist. Das ist ja nur die aktuelle Vermutung aufgrund von Cave 2, in der ja auch die Pilze wachsen. Aber halt, ich weiß es nicht. Vielleicht sind die da auch einfach nur sozusagen, gehört es dazu, dass die dort spawnen. In Cave 1 zum Beispiel, habe ich Cave 1 überhaupt ein Dings? Ich habe nur für Cave 2 etwas. Also in Cave 2, wie gesagt, da gibt es irgendwo große Pilze, genau da. Ist auch wieder voll, ne? Ja, ist alles wieder aufgefüllt. Ja, in Cave 1 gibt es halt keinen. Obwohl das, glaube ich, Matschboden ist, ne? Ja, ist halt Moos und so weiter, hat der Boden, aber hier wächst kein Riesenpilz. Entweder weil denen dort der Platz fehlt oder weil es nicht hoch genug ist. Und nicht hoch genug wäre in diesem Fall, wenn ich jetzt da gucke, wo dieses eine tote Ding da liegt, das hat dann auch eine Höhe von 3. Und da wächst halt nichts. Aber wir kommen hier nicht höher. Außer gut, ich könnte. Ne, wenn ich tiefer grabe, muss ich es wieder fluten. Und wenn ich irgendwas nicht möchte, ist hier noch weiter zu fluten. Die Kaserne schwimmt irgendwann weg. Nicht, dass nachher das Essen ungenießbar wird, weil das nachher im Wasser steht. Wenn ich es nicht sehe, dann passiert das da auch nicht. Also gehe ich lieber nach hier unten. Ne, wir gehen einfach nach hier. Hier ist immer was zu tun, außer... Die wollen nicht. Die wollen nicht. Was hast du mit Ari? Ach so, eine Hundeknochenfigurine von Ari. Ich bin... Ari wird hier richtig gefeiert von den Zwergen, was auch richtig ist. So, sind wir hier draußen? Sind wir jetzt fertig? Das ist alles jetzt gesmoothed. Engraven tun wir hier, aber jetzt nur den Eingangsbereich, nicht da, wo die Fallen sind. Würde ich mal sagen. So. Oder das müsste reichen, oder? Wollen wir denen das hier so ganz schön machen? Ach komm, wir machen alles. Kann sich jeder freuen, der hier drin ist. So. Total übertrieben, so viele Engraver haben wir gar nicht. Wenn wir jetzt aber so viele Eidler haben, könnten wir hier unten, ich glaube, ich dump das hier doch mal alles. Dann ist es weg. Erz und Kohle finden wir noch in allen möglichen anderen Ecken. So. Und direkt, wupp, 20 Eidler weniger. Müssen jetzt natürlich gut schleppen. Steine sind halt jetzt nicht leicht. Da kommen sie schon. Müssen dieser Strömung, die denen auf der Treppe entgegenkommt, entgegenlaufen. Dafür ist der Abstieg gleich einfacher. Wäre jetzt interessant, ob Zwerge auf einer nassen Treppe ausrutschen können und sich dann sozusagen die ganzen Knochen brechen. Etwas für einen Kill-Counter tun. Aber es füllt sich ein bisschen wieder, ne? Wir haben ja aktuell halt hier unten nur das Floodgate. Das ist ein bisschen deprimierend. Weil das Floodgate wäre ja zerstörbar, wenn da unten mal irgendwer mal reinkriecht. Aber ich glaube, in eine Wassertiefe von 4? Ne, dem mache ich leider nur manuell. Ich habe kein Plugin für Dwarf Fortress gefunden, der das könnte. Ich möchte aber nicht ausschließen, dass es das gibt.
Es war vor allem schwer, weil ich das erst irgendwie in Folge 300 oder sowas angefangen habe. Da musste ich erstmal die ganzen Folgen übergucken, wie viel ich überhaupt verloren habe. Also es ist so, sagen wir mal, der aktuelle Todescounter ist so plus minus, dann, wenn fehlen 20 oder sowas, oder fehlen bis zu 20 Zwerge, falls ich mich verzählt habe. Ich finde aber 426 reicht auch. Ob es 426 oder 446 sind, wen juckt's? Was sagt das hier? Wir stellen immer noch mehr Stahlklamotten her. Wir haben immer noch mehr als genug Stahl. Wir haben immer noch viel zu viele Eimer. Hier ist immer noch keiner. Ich wüsste manchmal gerne, wo die alle arbeiten. Okay, nee, da kommt wieder. Jetzt sind sie hier. Hier sind sie jetzt am Smoosen. Okay, und wenn sie hier gesmoost haben, gehen sie, glaube ich, nach unten. So eine Art First in, First out. Zumindest was solche Aufträge angeht, weil ich habe ja keine Priorisierung. Man kann ja Priorisierungen mit angeben. Ach, ich weiß, wo wir noch bei waren. Die Rampen entfernen sie nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich war ja noch bei der zweiten Mauer. Aber bei der umständlichsten Art der zweiten Mauer, sagen wir es mal so. Wir haben kaum mehr Blöcke. Warum haben wir keine Chatblöcke mehr? Müsste es auch einen Job für. Da muss ich gleich nochmal gucken. Den Chatblock-Job muss es doch noch geben. Kann ich sagen, dass wir noch 27 Stück haben? Nein. Block, 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 Block.